Meine Herren Studenten, ich bin hier oben. Und wenn ich diese Katze zum Fenster hinauswerfe, wie wird sich diese Wesenheit zum Zentrum Gravitationes gemäß ihrem eigenen Instinkt verhalten? Hey, Wojciech! Wojciech! Wojciech, hierher! Doktor, wie scheißt. Kerl, der greift die Bestie so zärtlich an, als wäre es seine Großmutter. Doktor, ich hab's zittert. Ei, schön, Wojciech, schön. Schön. Meine Herren, das Tier hat keinen wissenschaftlichen Instinkt. Sie können dafür etwas anderes sehen. Sehen Sie einmal, der Mensch. Seit einem Vierteljahr ist er nichts als Erbsen. Bemerken Sie die Wirkung. Fühlen Sie einmal, was ein ungleicher Puls. Der und die Augen. Sehen Sie, meine Herren. Sehen Sie. Fühlen Sie. Doktor, mir ist es dunkel. Courage, Wojciech. Noch ein paar Tage, dann ist's fertig. Apropos, Wojciech, bewegt den Herrn doch einmal die Ohren. Ich habe es Ihnen schon zeigen wollen. Zwei Muskeln sind bei ihm tätig. Allons frisch. Doktor. Bestie, soll ich dir die Ohren bewegen? Willst du es machen wie die Katze? So, meine Herren. Das sind so Übergänge zum Esel. Häufig auch die Folge weiblicher Erziehung und der Muttersprache. Wie viel Haare hat dir die Mutter zum Andenken schon ausgerissen? Aus Zärtlichkeit. Sie sind ja ganz dünn geworden seit ein paar Tagen. Tja, die Erbsen, meine Herren.